Moin, moin und hallo. Wieder hier auf Falky Stream. Hallo YouTube. Ich hab direkt schon mal angefangen. Ich bin noch ein bisschen in Zeitdruck irgendwie. Heute ist ein bisschen blöd. Aber ich wollte jetzt auch nicht gar nicht streamen, deswegen mache ich das jetzt einfach. Wie immer direkt wieder nach Hause. Denn ich wollte mal ein bisschen zeigen, was ich so offline gemacht habe. Ich konnte leider nicht so viel bauen, weil ich so wenig Ressourcen hatte. War ein bisschen scheiße. Aber ich hab's gemacht, ne, Leute. Also erwartet keine Kunst. So heiß, ne? Die ganzen Tag hatte ich schon. Naja. So. Das Haus habe ich, ja. Ich meine, es hat was, finde ich. So, es sieht schön aus. Dogmeat, geh mal aus dem Weg. Hier, guck mal, hier so schöne hier Melde, so. Schiffe. Katzen, ja. Katzen sind immer hier top. Ein paar Schiffe. Hier könnte ich auch noch was machen, irgendwie. Sieht mir noch so leer aus. Was hat denn die denn noch so Schönes hier? Manchmal. Naja, das gefällt mir alles nicht. Kann ich nicht irgendwas. Noch nichts, ne? Ich kann das aufnehmen. Aber ich hätte es gerne über mein Bett. So. Ja, komm. Yeah. Schön auf der Jagd. So ist Maschine. Yes. Also das ist ja nur noch Wandschmuck. Was könnte man denn noch? Das ist schlimm, ne? Da kommst du einmal nach Hause und siehst was, musst aber dann direkt wieder anfangen hier zu bauen. Ich wollte eigentlich hier das immer offline machen. Aber wenn du einmal dabei bist, ne, dann kannst du so schlecht aufhören. Vielleicht so von so, keine Ahnung, Menschen. Nee, komm, lassen wir das. Ich habe hier auch alles aufgeräumt. Ich habe die meisten Sachen hier verwertet. Das sieht man jetzt nicht so. Ich glaube, hier habe ich sogar das gar nicht gemacht. Ich Aktivieren. komme, Kumpel. Ja. Das habe ich hier gar nicht gemacht. Ich wusste auch, ich habe ein Haus vergessen. So. Boah, Dogmeat, ne? Also manchmal. Haben wir die Gu hier. Das ist so ein. Ach, die Gammel, Carla. Carla. Hallo, willst du handeln? Ja, zeig mal, was du Klar, hast. ich schau's mir an. Wenn du was. In Ordnung? Nein. Boxhandschuh. Nee. Okay, ist jetzt nichts Besonderes. Was ist das? Ach, so eine russische Wintermütze. Tja, klar, nehmen wir. Oh, jetzt Gewitter. So, jetzt zeige ich nochmal kurz meinen Eingang. Den habe ich dann schön barrikadiert. Ich meine, ich werde irgendwie hier nie angegriffen, ne? Aber trotzdem, man macht das einfach, weil man sich wie der Boss fühlt. Ja, hab ich schon. Hab ich hier. Ein paar Dinge. Wo ist denn der Preston? Den habe ich hier eigentlich eingeteilt. Wo ist denn der? Preston. Manchmal hängt der hier in diesem Gebäude rum. Und guckt sich einfach die Gegend an. Anstatt dass er seinen Job macht. Mann, ey, muss ich wieder bei einer Banane rausholen, ey. Muss ich mal eine rüberziehen, ey. Kann ja auch spacken, was er ist. Wo ist denn der? Preston. Ach, weißt du was? Manchmal, ne? Scheißegal. Aber ja, da kommt keiner durch. Egal, was sie versuchen. Weil ich habe nicht nur das hier, sondern was ganz Geiles. Pass auf, pass auf, pass auf jetzt. Pass auf.
Ist schon geil, ne? So ein Tor, ich glaube, das haben die neu hinzugefügt, weil das konnte ich noch gar nicht. Ich bin völlig fasziniert gerade. Das ist irgendwie so geil. Ich wünschte, das könnte noch so automatisch gehen, so. Dass ich so einen Schalter habe, so eine Schaltplatte. Schaltplatte? Nennt man das so? Druckplatte. So eine Druckplatte, wo ich dann drauf trete und dann geht es so auf, weißt du? Ich habe hier aus. Oh. Ich habe es auch hier schön verbarrikadiert, dass da wirklich keiner durchkommt über die Brücke. Und das ist halt der Hauptweg, ne? Ich weiß, hier sind noch diverse Sachen frei, aber von da kommen die meistens nie. Also das ist gar kein Problem. Kurz mal hier nochmal die Lampe verwerten, weil die haben die meisten Rohstoffe. Hallo, moin Paddy. Na? Bist du wohl gestern eingeschlafen, ne? Weil sie noch so groß ankündigen, so, ja, Denise, ich komme und dann. Hat sich auch nicht gelohnt, Patty. Die Denise, ne, die ganze Zeit nur am Sterben, ey. Der hat nichts hingeschissen. Die arme Lampe. Sie muss halt, ne? Ich meine, klar, sie sah gut aus, aber sie muss einfach mal gehen. Sie muss Platz machen für neue. So, jetzt machen wir an die Quest hier weiter. Kurz hier mal. Nein, jetzt habe ich. Na, oh, jetzt habe ich schon. Komm jetzt. Ganz ruhig. So. Ich war müde, okay. Ja. Kann passieren, ne? Pennst einfach ein. Da machst du nichts. Bist du eigentlich morgen dabei, Patty? 2 Stunden Stream. Oder hast du keine Zeit? Der ist sogar, glaube ich, abends sogar. Boah, das wird einfach so heftig, ey. So. Ich will ja nicht. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Dogmeat hier flöten geht. Wenn ich so heikle Sprungpassagen mache hier. Wenn es abends ist, ja. Ich glaube, es ist abends. Also Denise hat gestern noch gesagt, dass sie so zwischen 22 Uhr und Mitternacht anfangen möchte. Deswegen wird die Denise heute Abend nicht mehr streamen. Also sie wird mich heute nur noch hier sehen. Und dafür morgen dann 2 Stunden von der Denise. Also. Hey. Hey Jack. Alles klar bei dir? Also ich muss mal morgen gucken, ne? Vielleicht hau ich morgens früh noch so einen schnellen Stream rein, wenn ich Bock habe. Aber mal gucken, ne? So, Wochenende ist bei mir immer spontan. Ich habe ja gesagt, also ich habe mir überlegt, ihr zwei müssen wir halt zusammen spielen. Denise und ich, meinst du? Ja, das haben wir mal vor. Ich glaube, ich habe mich nicht dran fest, aber Denise wollte mit der Bianca am Ende des Streams oder so mal GTA Online hier machen. Wo bin ich denn hier? Ich gehe mal hier spielen. Weil die hat ja jetzt auch eine PS4, endlich mal. Aber ich verspreche nichts, ne, Leute. Also ich bin auch, obwohl ich hier der Partner von denen ich bin, weiß ich auch nichts, was die morgen vorhat. Ich weiß nicht, welche Spiele die macht, ich weiß gar nichts. Also. Und morgen hat die Bianca Geburtstag, aber. Ja. Also morgen schön alle alles Gute wünschen. Was? Was? Die zwei wollen twerken? Oh. Da, egal. Ich sag nicht was, ich sag das nicht, ne. Ich lasse lieber. Aluminiumdose? Ich hab mir überlegt, dass ich dann sonntags vielleicht noch so einen kleinen Stream raushaue, weil die Videos wird Sonntag eh so nicht streamen. Aber, hey, warum bin ich denn? Bin ich schwer? Bin ich schon überlastet oder was? Achso, ich habe ein gebrochenes Knie.
passt. Warte mal, machen wir hier schnell so ein Level Up. Dann machen wir den hier. So, machen wir den. Wieso nimmt der jetzt Leben? Perverse Spanner confirmed. Was? Ja, sehe ich nicht. Aber da habe ich überlegt, so, okay, Samstag 12 Stunden Stream. Und ich muss ja mittlerweile das alles schneiden. 12 Stunden. Das wird heftig, ey. Deswegen glaube ich nicht, dass ich Sonntag einen Stream mache, sondern ein bisschen für YouTube arbeiten werde. Ey, geht doch weg. Vor allem, wenn Sonntag schönes Wetter ist, dann werde ich so nicht. Nee, du nicht, du musst Bianca beschützen. Achso, ich dachte, du meinst mich. Ja, Patty, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Also, ich bin der Bodyguard von Bianca. Also, was du zu Denise hast, habe ich einfach zu Bianca, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Komm, hast du was Geiles für mich? Nur Scheiße. Ja, Klammer. Not of Spinback. Jagdgewehr nehmen wir mit. Ist scheiße, weil die nur immer so einen Schuss hat, aber. Komm. Ah. Ich will einmal so ein Schloss. Einfach so. Schön. Leder. Ja, nehmen wir mit. Können wir verwerten. H-Klammer. Mag das auch spielen. Looten ist awesome. Oh ja. Und ich kann es dir empfehlen, Patty. Also, ist halt ein Spiel, das sehr viel Zeit beansprucht. Also, wenn du einmal dabei bist, dann kommst du da sehr schwer wieder los. Ich sammle in Spielen wie dem zum Beispiel oder vor allem DayZ übelst gern. Oh Mann, ey, DayZ wäre so ein Spiel, das hättest du gern mal, ne? Aber mein Leppi schafft das nicht, ey. Ich hab sogar das Spiel, ne? Aber es ruckelt wie die Sau. Warum pixelt denn meine Cam so, ey? Ist sie zu hell oder was? Ich hab keine PC oder ähnliches. Ja, aber Fallout 4 kannst du ja auch für den PC. Das ist sogar noch geiler, weil du da dann die ganzen Mods hast. Und ich freue mich wie ein kleines Kind übrigens, dass endlich Mods für die Konsole kommt. Also ich freue mich da wirklich drauf, Leute. Ich kann eigentlich gar nicht mehr abwarten. Ich hab's auch. Hast du einen guten PC, Patty? Oder hast du überhaupt einen PC oder einen Laptop? Ich habe ja einen Lappy. Und der ist... Ich will gar nicht über den Nester. Aber 2 der Z-Epoche läuft mit 30 Frames maximal und in der Stadt vielleicht 11. Ja, Amaz. Hast du denn die Standalone-Version oder von noch von Arma die Mod quasi? Verstehst du, was ich meine? Hab beides. Ja, Patty hat Geld, ne? Die kann sich beides leisten. Oh, oh, Red. Das ist gar nicht gut. Was ist denn da? Das ist, glaube ich, was ist denn das? Beides. Also du hast DayZ, die Mod und Standalone. Was ist denn eigentlich besser, Patty? Also wenn ich mir jetzt wirklich nochmal DayZ hole, ne? Oder spielen möchte, zocke ich dann lieber die Standalone-Version oder die Mod eher? Ja, das kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Was ich nicht verstehe, ich kann Arma 3 auf Ultra mit 60 Frames durchgehend spielen. Ja, ich warte. Kommt da noch was? Ich kann Arma 3 auf Ultra. Arma 2 DayZ ist so viel besser. Standalone ist der größte Shit. Das ist traurig, oder? Weißt du, da machen sie eine Standalone-Version
Und da war. Ey, ich war hier, glaube ich, noch nie dabei. Das ist ja total außen hier. Willkommen in der General Atomics Galerie. Ja, klar. Ja, genau. Hervorragend. Ich bin, sobald Sie sich hier haben, wenn Sie. Ja, komm, laber mich nicht. Wo bin ich hier? Laber mich nicht. Wo bin ich hier? Also er ist einfach nur das ist alles. Ja, hat halt, es gibt ja bei Arma so viele Sachen. Aber das ist schon krass, ne, was die für Mods machen für die Arma. Es gibt ja schon, DayZ war ja so ein großer Erfolg und dann haben die ja mit Arma 3 nochmal dieses altes Live. Das ging ja auch durch die Decke. Das waren alles so Spiele, die ich gerne gespielt hätte, aber das schaffe ich einfach nicht. Epoche, Overpoche, Origin, Overwatch. Der letzte ist einfach sammeln, 100 Jahre laufen und sterben. Boxer True nehmen wir mal mit. Bei Epoche und so weiter kannst du dir deine eigene Base bauen und so weiter sammeln und so weiter. 240 Stunden altes Live. Naja, wenn es dir Spaß macht, ne? Shit. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, verbrennen. Ich muss hier raus. Ey, was habe ich denn jetzt gemacht? Er ballert mich schon wieder. Ja, komm, wir flammen davon. Die müssen jetzt alle angreifen. Ha! Ja, das Ding ist halt, Denise und ich haben halt, wir sind halt Consoleros. Und wir beide haben nicht so die besten PCs, sag ich mal. Also, Denise hat, glaube ich, guten Lappy, um zu zocken, glaube ich. Aber natürlich auch nicht zum Stream. Der bricht sofort ab. Und es wäre schon irgendwann mal geil, wenn wir beide mal altes Live zocken würden oder DayZ im Stream. Das wäre ja total awesome. Aber ich sag mal so, in naher Zukunft vielleicht mal. Irgendwann. Ich will ja auch noch aufrüsten hier. Mit einem Lappy und Deine Anwesen hat sie aggressiv gemacht. Ja, glaube ich auch, ey. Oder sie mögen meinen kleinen Freund hier nicht. Dogmeat. Aber er macht doch gar nichts. Wie süß er ist. Hm. Kleine Dogmeat. Kann ich da? Komm, klauen wir. So. Hat keiner gesehen. Ne, den Boxhandschuh lassen wir jetzt hier. Der Champ. Wetten, die greifen mich hier auch an. Produktionshersteller. Es ist wieder immer faszinierend, ne? Ich habe, glaube ich, so viele Stunden in diesem Spiel verbracht und habe diesen Ort noch nie entdeckt, ey. Naja, ich verstehe zum Beispiel meinen Vater nicht. Ich durfte mir vor kurzem mein Lappy für 800. Ich dachte, ich greife wieder einer an. Für 800 kaufen, aber eine Grafikkarte für 300 oder so. Aber keine Grafikkarte für. Ja, vielleicht war es. War so ein Lappy, ja doch, Lappy für ihn so sinnvoll, dass du dir so einen holst, einen guten, aber dass du dann nochmal mit der Grafikkarte kommst und dann dachte er bestimmt so, nochmal 300 Euro? Nee. So, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber sind Grafikkarten so teuer? Wobei, wenn du dir einen neuen Lappy holst, ne? Müsste ich jetzt schon eine gute Grafik da drin haben? Jetzt greifen die mich schon wieder an. Scheiße, Schrecke. Naja, ich meine nur die Grafikkarte, kein Lappy.
hab ne Nvidia GeForce in meinem Lappy. Die ist so gut, oder? Ich kenne mich da leider nicht aus. So. Ich bin halt da so ein Kack-Noob drin, ey. Es war ja immer so, ich hatte schon, ja, immer als Kind nie einen guten PC, deswegen war ich immer Consolero. Und ich sage auch selber, dass der PC viel bessere Sachen hat. So, ja? Also von der Grafikeinstellung will ich gar nicht mehr reden, so, ja? Aber auch die Angebote. Also, du kriegst ja bei Steam Summer Sale so hochwertige Spiele so für ein Fünfi, ey. Haben wir so rausgehauen, ey. Da guckst du schon neidisch als Consolero, ey. Für einen Laptop geht ihm ein bisschen. Verdammt, ey. Greifen die mich einfach an. Schweine. Am besten gehen wir jetzt erstmal zu den Ghoulen. Das machen wir irgendwann später. Muss ich mir merken. Radio kann ich leider. Was ist das denn? Guck dir das an. Die hat keinen Bock mehr und hat sich einfach Kopf durch den Boden. So. Ich hab keinen Bock mehr. Aluminium nehmen wir mit. Oh, da kommt. Ey, lass die meinen Hund ruhen. Warte mal. Ich hol mal einen Bananenschwinger raus. Okay, ich mach gar keinen Schaden gegen die. Ist die Welt immer anders? Oder gleich? Meinst du die Welt jetzt oder was? Ah, jetzt hat er mich. Hat er mich gebissen, ey. Oh, das war ein guter Treffer. Fleisch von Milchlingshunden. Kurz mal pennen vielleicht. Und dann regeneriert sich mein Leben. Ja, vom Fallout. Nee, die bleibt immer gleich. Aber es gibt auch halt auch Orte, die habe ich selbst nicht mal entdeckt. So. Das ist halt das Geile. Dass du immer mal wieder so Orte entdeckst, wo du noch nie da warst. Weil wir sind ja, glaube ich, gerade ganz oben. Hier so. Und hier war ich gar nicht so. Ich war immer hier so unten hier. Hier so die ganze Zeit alles voll. Ach, ein Raider. Ja, hab ich aus seinem Schlaf geholt. Guck mal, wie schön die sich. Wie schön die sich angeschminkt hat. Nehmen wir mit. Und ich guck mir das wieder so an. Den linken Arm. Ist gute Rüstung. Das ist halt übelst nice. Sammeln, erforschen und Herausforderung. Ja, schon, ey. Ich bin ja auch so ein Sammler. Ich mag sowas ganz gern. Deswegen habe ich so lange Skyrim gezockt, ey. Also, das war schon echt ein nice Game, ey. Oh. Aber es kommt ja auch auf das Spiel an, ne? Also es gibt auch Games, wo man nur looten und leveln kann. Aber da hat man nicht so eine riesen Motivation, das weiterzuspielen, ne? Also ich weiß aber eigentlich bei Bethesda-Spielen, das sind immer Suchtspiele bei mir. Also die Spiele, die sie machen, sind einfach nur fantastisch. Da kann ich Bethesda nur loben, ey. Auch die DLCs, die rausbringen, ey. Auch. Oh Gott, ich bin gleich wieder tot. Jetzt zu Fallout 4. Dieses Farhaber. Das ist einfach noch wieder ein ganz neues Levelabschnitt. Ich meine, die anderen beiden, die sie da rausgebracht haben, die waren ja ein bisschen Käse irgendwie. Da haben viele sich gefragt, so, eigentlich wäre das ein Mod. Aber die wollen dafür Geld. Aber trotzdem haben Leute gesagt, die das gekauft haben, es macht Spaß. Und da frage ich mich manchmal, man kriegt für etwas wenig, also für viel Geld wenig,
Aber macht trotzdem Spaß. Ist es dann gut? Oder sollte man sich eigentlich ärgern? So. Ich meine, man hatte eine gute Zeit, aber es war nur zu kurz. Borderlands zum Beispiel finde ich nice, aber wird nach ein paar Stunden langweilig, weil nur Looten und Leveln ist. Ja, also ich glaube, so Spiele wie Borderlands, die würde ich nur mit Kumpels zusammen zocken. So. Ich glaube, alleine das wird sehr, sehr schnell eintönig. So halt mit Kumpels, so, dann ist es vielleicht witziger. Macht halt mehr Spaß. Ja, meine Cam, ne? Die geht mir ein bisschen auf den Sack gerade. So. Ich habe aber Borderlands nie gezockt. Ich meine, ich kenne das. Ich hab's schon mal gesehen, aber ich kam nie dazu, das mal zu zocken. Ah, da sind wir wieder hier. Ne, ich wollte ja zu den Bullen. Was haben wir denn noch Schönes? Ich habe noch 11 Schuss. Ach komm, nehmen wir die Double Shotty. War da was? Ne, ich dachte, da wäre irgendwie was zum Looten, aber ne. Oh ne. Sind das viele Ghule? Ah. Dreck. Aber sonst, Patty, geht's dir gut und so? Ich hoff's. Ich hoff's. Weil, ich find's immer ein bisschen schade, wenn es einem nicht so gut geht. Also, schade. Irgendwie traurig. Ja, mir ist voll langweilig, mir fehlt was zum Spielen. Ist auch mein Problem. Also, ich habe leider gerade mein ganzes Geld für die Cam ausgegeben. Und ich spiele nur so alten Scheiß, ey. Deswegen freue ich mich immer auf PlayStation Plus. Weil dann kriegt man endlich mal Spiele gratis. Und, da freue ich mich schon drauf. Und irgendwann kommen halt endlich die Mods für die für das Fallout 4 Game. Das wird wieder ich glaube, ich extrem suchten dann. Ja, mir geht's ansatzweise gut. Und dir? Mir geht's eigentlich super. Mir geht's immer super, wenn mir einer zuschaut. Ich habe immer ein bisschen Angst, das Radio anzumachen wegen der GEMA. Weil letztens konnte ich von allen Videos komischerweise, wo wir GEMA-Probleme hatten, jetzt auf YouTube meine ich, entfernen. Aber bei einem Fallout-Video ging das nicht. Hat er gesagt, hat er nicht geschafft. War nicht möglich, das zu entfernen. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das jetzt machen soll. Diese Missviecher, ne, die sind immer so. Komm. Scheiße. Die machen auch manchmal auch Gift, oder? Scheiße. Komm. Ich will wenigstens. Oh, nein. Ich sehe gar nichts mehr. Bisschen. Komm her. Ich habe auch keinen. Ah, jetzt habe ich den. Yes. Boah, jetzt wird's mir aber extrem warm hier. Mal kurz die Jacke ausziehen. Sorry. Sorry. Aber das muss jetzt sein.
ich denn nicht? Irgendwas Geileres? 49 Schuss? Alter, ich verreck hier schon wieder. Ne? Gib dir aus. Komm her! Ich flipp aus. Wenn ich jetzt verrecke, ne? Scheiße. Da ist noch ein Vieh, ey. Was machen die denn hier alle? Nur nochmal leben. Auch wenn es mein letztes Stimpack ist. Das muss sein. Komm nach laut. Gut, dass ich den genommen habe, ey. Der ist manchmal echt nicer Dude. Macht schön Schaden. So. Habe ich jetzt mal die ganzen Stimpacks ausgegeben. Ja. Smart! Ihr seht schon, komm, ich werde hier schon wieder verrecken, ey. Was habe ich denn hier noch? Nehmen wir wieder die Shotty. Ach, hier. Mhm, daran kann ich mich auch noch erinnern. Die Plantage. Moin. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja. Klar, sag mir ein, eine Gruppe, wenn auch nur. Ich bin dran. Ja, komm. Ich kümmere mich darum. Wenn du arbeitest, kannst du es. So einfach ist das. Gucken, kann ich hier was kochen? Nee. Ich hätte die Gude. Labor. Ah, ich kann das herstellen. Benutze ich eigentlich nicht. Aber ich krieg dadurch XP. EP, nicht XP. Erfahrungspunkt. Und man kann die auch verkaufen. Also man kriegt auch dadurch gut Geld. Wie weit ist denn das? Okay, nicht so weit. Ich habe immer ein bisschen Angst vor. Oh, da sind schon wieder Hunde, ey. Komm her. Lass meinen Hund in Ruhe. Vielleicht mal nicht mehr. Ich glaube, ich muss mir mehr Sachen mehr looten. Weil man gewinnt sich immer man gewinnt sich immer sehr schnell an, wenn man weiter im Spiel ist, nichts mehr den ganzen Schrott zu looten. Aber am Anfang ist es extrem wichtig. Weil du musst immer Sachen sammeln. So ein Notsignal. Hallo? Man hört nichts. Ich bin wohl noch zu weit weg. Impro Pistol. Oh, das kann ich mitnehmen. Das gibt gut Rohstoff. Schöne Munition, das sieht man gern. Wer ballert denn hier rum? Kampfhunde. Boah, wie das platzt. Ja! Scheiße, Räder. Kopf weg. Noch einer. Komm her. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das können wir den Stock mit anziehen. Dann hat der auch ein bisschen Schutz. Hast du auch noch was? Und der Halsband. Okay. Gucken wir uns gleich mal an. Kommen wir ja noch. Da musst du welche Hunderüstung. Nehmen wir alles mal mit. Wer ballert denn hier rum? Reaktion ist Namen. Ja, sorry, ey. Ich bin ein bisschen aggressiv, was das angeht. Weißt du, ich bin ja eigentlich nur so aggressiv wegen meinem Hund. Weil wenn der jault, ne? Hey. Ich kann mir das nicht anhören. Da kriege ich immer so ein schlechtes Gewissen. Nein, jetzt habe ich irgendwas genommen von dem.
Was habe ich denn jetzt genommen? Ausrüsten, ausrüsten. Stachel oder Hundehalsband? Ja, machen wir hier wieder so ein Hundehalsband, ne? So! Tarnmuster ziehen wir an. Weder Leder, Leder Kombi. Kurz mal gucken, wie das aussieht. Sieht so bescheuert aus, ey. Vor allem dieser Berghelm da. Er macht mich fertig, macht er mich. Aber, es ist noch der Anfang, ne? Da sieht man halt scheiße aus. Jetzt habe ich auch die Lampe an. Oh, Signal, Stärke. Komm ich näher, oder? Okay, wir mal hier lang. Ist das der richtige Weg? Komm, machen wir hier eine Anzeige. Ja, okay. Ach, bestimmt hier bei diesem Gebäude. Dem Krankenhaus. Ja, aber da will ich eigentlich noch nicht hin. Sowas müssen wir später machen. Also. Weil meistens sind diese ganzen großen Gebäude extrem schwer noch für mich. Deswegen machen wir alles später. Wir ein bisschen Level haben. Mal wieder normales Signal. Trainingsgelände. So, hier sind doch. Okay, da sind schon mal Geschütze. Kann ich nicht rein? Warum kann ich denn da nicht rein? Scheiße. Ist ein böse auf mich. Der haut mich denn von hinten. Ja, scheiß cool. Bam. Zahnbürste, geh mal weg mit deiner Zahnbürste. Abgeschlossen. Nice. Ja, hau mal rein. Sehr gut, Dogmeat. Beißen. Wir sind so ein gutes Team, ey. Leg mich am Arsch. Plastik, ne, brauchen wir nicht wirklich. Nein! Ich bin mir fast tot. Ah, geschützt, geschützt. Ist, ah! Hörst du auf? Kommt, zeig dich. Ja, ist doch okay. Da will ich nicht rein, ey. Das ist bestimmt hier der Schalter für die ganzen Geschütze. Achso, den hatten wir schon. Babyrasse hatten wir auch. Das Schloss sieht stabil Verdammt. Aus. Oh, sieht nach Gewitter aus. Scheiße. Gewitter ist extrem scheiße, weil ich dann Radioaktivität bekomme. Wen haben wir denn da? Na, Hallöchen, Omi. Na? Ja, ich muss aufhören, sie Omi zu nennen. Sie ist ja sehr, sehr weiblich und sehr erfahren, sehr, sehr alt, aber auch sehr weise. Deswegen nenne ich sie nicht mehr Omi, sondern Mutti. Sie ist meine Mutti. Alles klar bei dir, Merle. Bin gerade ein bisschen hier im Stress. Scheiße, ich muss hier rein, Leute. Kriege ich immer mehr
Radioaktivität, scheiße, das ist ein... Habe ich ihn hinterrücks angegriffen? Scheiße. Wie komme ich denn hier rein?